Hallo zusammen und willkommen zu diesem neuen Video. Heute gibt es bei mir eine Kanalpremiere, denn zum allerersten Mal machen wir ein 18 Display auf und das gleiche haben wir auch schon beim Hiku gemacht und da war ich der Gast, deswegen ist der Hiku jetzt auch bei mir ein Gast. Hallo Hiku. Hey ho. Na du Schlingel? Na du Schlawiner? Jo, ich reiß das Ding mal eben auf. Boah, das bei ist so ein tolles Gefühl. Ja, echt, ey. Guck gerade, ich glaube, meine Box ist nicht ganz so gerippt wie deine Box. Oh, die sieht ja richtig perfekt aus. Guck mal, soll ich auch mal so versuchen, das hinten reinzustopfen? Mhm. Ja, das ist aber tatsächlich gar nicht so einfach. Aber ich glaube, wenn ich die Booster rausnehme, dann geht das sehr einfach. So. Da hatte ich eine leere Box. Wunderschön. Ey, das ist jedes Mal so viele Packs. Das ist so verrückt einfach, aber auch einfach so cool. Ja, das macht einfach so Spaß. Ich fange direkt an. Also, wir werden das gleiche wie bei dir machen. Wir werden mal schauen, welches dieser vier Artworks bei mir quasi das beste Artwork ist in meiner Box. Das haben wir bei dir auch gemacht. Wenn jemand wissen will, was da das beste Artwork war, muss man natürlich jetzt einmal kurz ins i gucken. Denn da ist das Video verlinkt. Oder halt einfach in der Endcard nachher. Da wird das Video, was wir beim Hiku machen, auch einmal zu sehen sein. Ey, ich muss gestehen, mir ist eben beim, als wir mein Video aufgenommen haben, gar nicht aufgefallen, dass es vier Artworks gibt. Ich dachte die ganze Zeit, es wären drei. Echt? Nee, es sind vier tatsächlich. Aber das ist ja auch nicht schlimm, weil bei dir kam ja auch eh nur aus zwei Artworks quasi die Hammerpuls raus. Das stimmt. Die Hammerpuls. Die Hammerpuls. Oh, ist eine Holo, ne? Nee, ist eine Non-Holo. Echt? Das hat gerade ja so geschimmert. Ja, das ist das Licht. Alles Fake hier. Alles Fake. So, im ersten Booster haben wir schon mal nichts gehabt. Energiekarte, eine Psycho-Energie. Und wir haben ein Alola Dicta. Zubat, Pummeluff, Knofensa, Dicta, Pi, Voneira, Staubinsel, eine Kampfkunstschule in Reverse und die Rare? LOL! Als ob! What the Als fuck? Ob! Als ob! Als ob! Wie geil ist das denn? Als ob! Nein! Alter Schwede! Unnormal geil! Geil! Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Alter, ey. Warte, welches Artwork war das jetzt? Wir haben mit Gardevoir Felinara gestartet. Ne, das heißt, das war bei mir das Glurak Reshiram Artwork. Ja, aus dem Glurak Reshiram kam ein Glurak Reshiram. Hey! Machen wir es mal wie bei dir, das Pack da drunter, um zu sehen später, was es denn war. Aber das wird schon echt schwer zu toppen jetzt. Das wird jetzt schon sehr schwer zu toppen, ja, definitiv. Mal schauen, was das Artwork so kann. Oh, das ist krass. Also das ist jetzt schon... Aber du hast auch nicht so wirklich damit gerechnet, dass sowas Geiles kommt, ne? Ich habe ja auch den Kartentrick gemacht. Und manchmal ist das ja so, dann fühlt man ja schon, ob da was kommt oder nicht. Aber habe ich gar nicht gefühlt. Aber ich habe auch nicht so, wie ich jetzt darauf geachtet. Manchmal mache ich das ja so, dann kratze ich schon so ganz leicht runter. Mit dem Finger an der Karte und fühle so, ah, ist das was? Aber da, das kam jetzt, ey. Du Ganove, du guckst schon vorher, was drin ist. Ja, manchmal fällt es einem halt auf, aber ist halt auch, wie gesagt, nicht immer. Früher war, das ist ja aber auch von englischen Packs, bin ich das halt irgendwie auch noch gewohnt, schon vorher zu wissen, was halt kommt, ne? Was du das denn mir mal erzählt hat, in den englischen Packs sind die Codekarten unterschiedlich schwer, damit man die nicht abwiegen kann? Ja, die sind unterschiedlich stark bedruckt, mit einer unterschiedlich dicken Schicht, soweit ich weiß zumindest, damit man die nicht abwiegen kann. Ja, ganz schön schwierig. Im Deutschen ja nicht so ist. Aber... Gelle? Ja. So, Gardevoir Felinara Pack Art.
Ja, wie fandest du denn jetzt generell dein Opening aus deinem 8er-Display? Also ich muss sagen, es war halt mega geil, ne? Überleg mal, 18 Booster einfach mal aufzumachen. Das ist alleine eh schon so eine richtig coole Sache. Ja, und definitiv. Ey, ich glaube, da ist was, oder? Verdue ich mich da jetzt? Weiß ich nicht. Siehst du etwa etwas? Unter Umständen, ja. Mein Dooflore in Reverse. Und die Rare ist ein Kramchef in GX. Ja, geil. Ey, die ist richtig cool, gut gecentert, die Karte. Ah, geht. Die ist ganz okay gecentert, tatsächlich. Ich glaube, es ist wahrscheinlicher, dass du ein Glurak Reshiram Rainbow Rare ziehst, als dass du eine perfekt gecenterte irgendeine Karte ziehst. Ja gut, das stimmt. Ey, wobei, ne? Die hier ist eigentlich tatsächlich recht gut gecentert. Jo. Also die ist eigentlich in Ordnung. Stimmt, also doppeltes Packluck quasi sogar. Ach, würde ich schon fast mehr als doppelt bezeichnen. Ja, es ist einfach mega geil. Dieses Set ist einfach auch so gut. Oh ja. Und du ziehst halt auch nicht so oft die gleichen Commons, weil halt einfach das Set so riesengroß ist. Es ist wirklich riesengroß. Einfach nur unfassbar riesig. Eine Grün. Kramox Reverse und ein Krabbel. Ja, jetzt mal eine kleine Pausephase und dann kommt gleich im nächsten Pack wieder was Geiles dafür. Ey, guck mal. Also... Das sieht doch einfach so cool aus mit den verschiedenen Farben sozusagen. Ja, definitiv. Oh, ist einfach so. Das Set ist so cool, ne? Ganz ehrlich. Oh ja. Ich muss ja zugeben, ich habe vielleicht ja auch schon noch ein 18er Display gekauft. Und ein 36er ist vielleicht auch noch unterwegs zu mir. Ja, lol. Das ist so episch einfach. Traumato, Pikachu, Marbula. Ich finde ja auch alle Artworks schön, ne? Es gibt wirklich keins, wo ich sage, boah, ist das schäbig oder bescheuert. Na gut, das ist jetzt nicht so schön, aber... Oh, ein Fuego, das habe ich übrigens noch gar nicht. Ja, nice. Auch wenn es nur eine normale Rare ist. Denn auch nach den Sachen, die ich jetzt schon geöffnet habe, habe ich noch nicht das normale Set vollständig. Ja, ist halt auch wirklich groß, ne? 200 plus. Ist echt einfach riesig. So. Wo du jetzt eben gesagt hast, dass Zubat ist nicht so schön. Ich finde aber, es gibt halt auch einfach so Pokémon, da ist es mega schwer, einfach auch was Schönes zu machen. Ja, das stimmt. Zubat ist halt auch an sich jetzt nicht gerade so das Bomben-Pokémon, ne? Eben, genau. Boah, haben wir gerade nochmal kurz eine Holo rausgezogen? Ja, mal so nebenbei. Ich muss mir merken, so jetzt haben wir Gardevoir für Linara. Ich achte da gar nicht so wirklich drauf, was für Artworks wir hier haben. Und das ist ja eigentlich gerade das Spannende. Eigentlich schon, ja. Eine Psychoenergie haben wir. Was könnte denn für ein Psycho-Pokémon vielleicht drin sein? Oh, so ein Marshadow. Oh. Mewtwo Reverse Rare. Kann ich auch noch gut gebrauchen. Nee, es ist ein Giovanni in Reverse, aber ich habe fast noch keine Trainer in Reverse. Und ein Rihorn, ja. Hey, die gibt's doch auch in Holo. Flashback, war da was? Oh, ja, hier. Live. Oh. Glurak Reshiram Pack. Sagst du, wir machen jetzt ein Format, in dem wir in einem einzigen Display alle drei Seltenheitsstufen von Glurak ziehen wollen? Das wäre natürlich mordsepisch, ne? Ich sag mal, wenn du in einem Display schon die Rainbow Red ziehst, selbst dann ist das ja schon... Dann ist das schon ein richtig starkes Display, weil die Rainbow Ray ist teurer als ein Display, glaube ich. Ich glaube, die Fodat liegt irgendwie schon bei 60 Euro oder so. Ja. Und das ist schon wirklich krank. Oh ja. Ich muss aber sagen, ich finde auch ein 18er Display, oder sagen wir mal dann zwei 18er Displays, geiler als ein 36er zu öffnen. Weil halt 18 sind halt schon mega viele und du hast richtig Spaß und denkst so, boah, diese Masse an Packs. Ich hab's gesehen, Kami, glaube ich. Ich versuch gerade, dass der Fokus bleibt, weil meine Kamera fokussiert immer auf den Hintergrund. Aber ich kann dir sagen, ich habe auch schon was gesehen. Oh lol, ey, das wird richtig gut. Aber es ist nur normal, ne? Also es ist... Okay, es ist eine Snobility Cut. Ja, geil. GX. Aber hab ich auch noch nicht.
immerhin, ne? 2 GX. Und auch richtig gut gecentert. Ich glaube, das ist ein Fake-Display. Oh, warte, welches Artwork war das? Ich habe hier so viele Hüllen liegen, ich habe keine Ahnung, welches Artwork. Guck doch mal, welche 3 Artworks danach kommen. Das, was es nicht ist, müsste es sein. Ja, aber ich glaube, es ist ja nicht... Also ist das denn in der richtigen Reihenfolge immer? Ja, es ist immer in der gleichen Reihenfolge. Warte, das heißt... Es ist Macho Mai. Ein Marshadow Marshadow, ja. Dann suchen wir mal eben eins raus, damit wir das runterlegen können. Ey, du hast ich habe momentan aus allen quasi eins gezogen, bis auf aus Lucario Melmetal. Das kommt jetzt. Vielleicht. Nee, hast du schon was ertastet? Nee, es hat schon ein bisschen rausgeblitzt. Als ob, ey. Lol, ich seh's auch, ey. Garnuvil, Mirabla, Zubat, Smogon, Radikal, Dreifachbeschleunigungsenergie, Feenschmuck, dann Stolrak in Reverse und die Rare ist halt in den Dinnen. Nein! Auch schon wieder gut gecentert. Alter. Oh. Ja, damit haben wir natürlich jetzt auch das Pack abgearbeitet. Ey, ich möchte nur einmal ganz kurz anmerken an der Stelle. Ich habe beim bei einem anderen Video habe ich das Dedenne gecallt, habe gesagt, da kommt ein Dedenne und dann kam ein Dedenne. Und jetzt habe ich gesagt, genau. In dem Pack ist jetzt auch eine geile Karte, also GX oder so drin. Und was ist drin? GX. Das Dedenne bringt mir Glück. Das Dedenne ist auf jeden Fall dein Feature-Pokémon, würde ich sagen. Vielleicht solltest du Dedenne sammeln und nicht mehr andere. Ja. Es wird aber teuer, glaube ich, mit dem. Das wird relativ teuer, ja, das stimmt. Schlup in Reverse und die Rares an Satzenia. Oh, ist das geil, ey. Ey, das ist eine richtig gute Ausbeute, ne? Oh, ja. Aus dem Dings. Guck mal, ich weiß nicht, Glurak richtig am Full-Art geht, glaube ich, wie gesagt, irgendwie für 60. Dedenne geht für 20. Das Display habe ich auf jeden Fall raus. Ja, und Dedenne hast du schon. Das heißt, du kannst wirklich verkaufen. Ja, das stimmt. Ich muss halt gucken, welches von denen besser gecentert ist. Und das bleibt natürlich dann in meiner Sammlung. Goofa Reverse und dann Dicktree. Aber jetzt ist eigentlich auch scheißegal, was noch in den Packs drin ist, weil die Ausbeute ist eigentlich jetzt schon perfekt. Was jetzt noch kommt, ist ja, eigentlich ist richtig so gut. On top. Das wäre halt noch so ein Schmankerl, ne? Boah, das Pack geht gar nicht auf. Ey, es ist auch gar nicht so unwahrscheinlich. Es sind, glaube ich, noch mit dem hier 4 Stück, oder? Ja, ich habe alle 4 Artworks noch einmal quasi. Nee, da kann wirklich tatsächlich nochmal eine GX drin sein. Giscala, Tentacha. Tomato. Kamera, hör auf den Hintergrund zu fokussieren. Fragosso, Amphizel. Oh, ein Schweißer. Stolrak. Togekiss in Reverse und die Rares ein Smetbo. Wir haben bei dir übrigens gar nicht darauf geachtet, wo wir das gesagt haben, dass wir nochmal schauen wollen, wie viele Reverse Rares du gezogen hattest. Stimmt. Und ich habe die schon zu meinem Balk getan. Das heißt, wir werden es nie erfahren. Doch, wir können das Video angucken. Apropos Video angucken, ist übrigens auch in der Endcard verlinkt. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe. Ich glaube ja, aber ich sag's gerne nochmal. Außerdem, an alle, die noch da sind, schaut mal ins i. Wir haben einen neuen Teamkanal aufgemacht, bei dem wir jetzt auch Openings und anderen Pokémon-Stuff machen. Oh, darf ich da was ankündigen? Kündige was an. Zum neuen kommenden Set. Oh, Donarion. Oh, das ist, geht, glaube ich, auch noch tatsächlich für 1 Euro oder so, 1,50. Ja, das kann sein. Zu dem neuen Set werden wir tatsächlich auch richtig viel noch aufmachen. Also zum kommenden SM11, ne? Genau. SM10, es kommen natürlich auch hier noch ein paar Sachen, aber SM11 wird richtig dann ein bisschen was kommen. Oh, ich hab so Bock. Das wird so gut, ey. Ich hab auch richtig Lust. Meltan, Fleckmon, Felino, Garnuvil, Capoeira, Plaudergei, Marlon, Rokaiman Reverse und die Rares ein Stolos. Ja, ich bin auch so gehypt. Und jetzt kommt Last Pack Magic. Wenn hier noch was rauskommt, ich meine, das ist eh schon das beste Pack gewesen, das Glurak Reshiram Pack mit dem Glurak Reshiram Full Art. Oh ja. Aber vielleicht kriegen wir hier noch was, dass das sich noch abhebt. Mhm, die Bestätigung. Weil eigentlich, das wäre halt frech, wenn jetzt noch was kommt. Das darf eigentlich gar nicht. Nee.
Dann musst du es auch zurückgeben, ne, an den Verkäufer. Genau, Feuerkristall, schön. Ultrigaria, Überraschungskiste, ein Rihornior Reverse Rare. Und die letzte Rare für dieses Opening ist ein Arbok. Oh, was aber, für eine Ausbeute. Aber ich habe aus allen Booster Packs jeweils eine GX oder besser gezogen. Sehr, sehr cool. Aus jedem Pack eins. Wenn ihr wissen wollt, ob die Packs genauso stark waren, müsst ihr natürlich bei dem Hiko vorbeigucken, denn da haben wir ja das gleiche gemacht. Schaut bei seinem 18 Display, was das beste Pack ist. Aber ob wir diese Ausbeute schlagen können von ihm, müssen wir gucken, ne? Das seht ihr in der nächsten Folge. Das seht ihr in der nächsten Folge. Bye! Mir fällt gerade kein Name spontan ein. 18 plus 2, weiß ich nicht. Bei 18 plus 2, woo! Gut, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr diese Karte nice fandet, dann drückt ihr jetzt natürlich auf Daumen nach oben. Und schaut gerne die anderen Videos an, die ich hochgeladen habe. Sind nicht viele, vielleicht so 115. Und guckt euch den Hiko an. Und damit verabschiede ich mich. Danke, dass du dabei warst, Hiko. Also war mir wieder mal eine Freude. Ja, war wie immer richtig cool. Jo. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Euer Kami. Ciao. Tschüss.